Nach dem Absturz der russischen Militärmaschine über dem Schwarzen Meer geht die Suche nach den Flugschreibern und damit nach der Unglücksursache weiter. Etwa 3000 Rettungsleute auf 27 Schiffen suchten die Küste vor dem Ferienort Sotschi ab. Bis zum Sonntagnachmittag wurden 12 Leichen geborgen. Die Flugschreiber seien noch nicht geortet worden, sagte Transportminister Sokolow am Sonntagabend. Den sogenannten Blackboxes dieses Maschinentyps TU-154 fehlt das sonst vorhandene Radioradar. Wir müssen also auf Sicht nach ihnen suchen, auf dem Meeresgrund zwischen den Trümmern der Maschine, die hoffentlich noch vorhanden sind. Die Untersuchungskommission forscht nach den möglichen Ursachen für den Absturz. Wir berücksichtigen das ganze Spektrum der in Frage kommenden Gründe, so der Minister. Beim Absturz der Tupolev, die auf dem Weg nach Syrien war, sind alle 92 Menschen an Bord ums Leben gekommen. Darunter auch Elisaweta Glinka, die Leiterin einer russischen Wohltätigkeitsstiftung. Die dem Kreml nahestehende Ärztin war in Russland als Dr. Leiser bekannt. An Bord waren nach Angaben des Verteidigungsministeriums außerdem 64 Sänger und Tänzer des Alexandrow-Armeekorps. Die Künstler waren auf dem Weg nach Latakia in Syrien, um dort auf einer russischen Luftwaffenbasis ein Konzert zu geben. Das russische Fernsehen veröffentlichte am Sonntag die Namen der getöteten Ensemblemitglieder. Auch 9 Mitarbeiter russischer Fernsehsender sowie Beamte und Militärs kamen ums Leben, außerdem die Besatzung der Maschine.